Wenn man die neuen Gefährdungen sich anschaut, gerade was Cyberattacken betrifft, dann stehen eben nicht mehr so sehr Pipelines an sich im Vordergrund, wie das in der Vergangenheit war, sondern vor allem in Energiekontrollzentren, die Nervenzentralen für die Steuerung von Energieflüssen, Öl- und Gaspipelines sind, für Strom und eben auch für andere industrielle Steuerungsprozesse. Und da gibt es die sogenannten SCADA-Systeme. Das sind die Computernetze, mit denen sozusagen der Fluss von Energie, sei es Strom, Öl, Gas, gesteuert wird. Die gelten als besonders verwundbar, weil sie über das Internet angegriffen werden können. Und wenn die ausgeschaltet werden, dann kann ich wirklich nachhaltig sowohl den Strom unterbrechen, Öl- und Gaspipelines ausschalten oder wie in dem jüngsten Fall mit dem Stuxnet-Virus im August gezielt die Frequenzregler einer Urananreicherungsanlage in Natanz in dem Iran eben nachhaltig sabotieren. Also wir stehen, glaube ich, an einer neuen Ära der Unsicherheiten. Das hat damit zu tun, dass wir selbst ja unsere Energiesysteme sehr stark umbauen, auch in Richtung erneuerbar. Wir diskutieren die Einführung von Smart Grids, Metering-Systemen. Das alles läuft über das ganz normale Internet. Ja, also wenn Sie die Metering, die Abrechnungssysteme hier einführen wollen, wie das ja notwendig und sinnvoll ist in den nächsten Jahren, vielleicht auch über das nächste Jahrzehnt hinweg, dann werden wir möglicherweise in 10, 15 Jahren hier in Deutschland 40 Millionen neue Metering-Systeme in den Haushalten und der Privatwirtschaft haben. Die alle werden gesteuert über das normale Internet. Ja, und damit haben sich 40 Millionen potenzielle neue Angriffspunkte, weil diese Metering-Systeme und die Smart-Grid-Technologie bisher überhaupt nicht mit Safety- und Security-Standards belegt worden sind. Da stehen wir noch ganz am Anfang der Diskussionen und erst jetzt beginnen wir, obwohl die erste Generation hier auf dem Markt ist, uns mit diesen Sicherheitsanforderungen zu beschäftigen. Und jeder Ingenieur wird Ihnen sagen, wenn diese Sicherheitsanforderungen nicht bereits in der Designphase in diese neuen Technologien eingeflossen sind, dann werden sie hinterher nicht mal drittbeste Lösungen produzieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier Sicherheitsstandards entsprechend definieren und sie dann auch nicht nur national, sondern zunehmend europäisch und darüber hinaus auch international einführen.